Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auch Sie hier im Studio 2 des Hessischen Rundfunks zur deutschen Vorentscheidung des diesjährigen Grand Prix Eurovision. Meine Damen und Herren, heute exakt in 5 Wochen, am 3. April, findet der Grand Prix Eurovision in Dublin statt. Dies hier ist heute die deutsche Vorentscheidung, die der Auswahl des Liedes dient, mit dem wir in Dublin vertreten sind. Der Austragungsmodus für diese deutsche Vorentscheidung ist in diesem Jahr erheblich anders und deshalb darf ich Ihnen kurz die Spielregeln erklären. Der wesentlichste Unterschied liegt zunächst einmal darin, Sie wissen, meine Damen und Herren, der Grand Prix ist ein Komponistenwettbewerb, nicht also ein Interpretenwettbewerb. Und deshalb haben die ARD-Chefs in diesem Jahr von vornherein eine Interpretin eingeladen, die ARD und die Bundesrepublik in Dublin zu vertreten. Und diese Interpretin ist Katja Epstein. Katja Epstein hatte sich gewissermaßen qualifiziert im vorigen Jahr, als sie einen bravourösen 3. Platz in Amsterdam beim Grand Prix 1970 gewann mit dem Titel Wunder gibt es immer wieder. Und in Anspielung an diesen Titel möchte ich sagen, es ist ein Wunder, wenn eine Sängerin, die inzwischen ein arrivierter Showstar geworden ist, wenn sie noch einmal sich in den Hexenkessel des Grand Prix stürzt, nachdem sie schon einmal einen so guten Erfolg dabei gehabt hat. Ich glaube, nicht nur in meinen Augen hat Katja Epstein damit schon sehr viele moralische Pluspunkte gewonnen. So viel zur Interpretin, wir kommen zu den Liedern. Sie sehen hier auf dieser Tafel 6 Titel, die von 6 verschiedenen Komponisten eigens für diesen Wettbewerb geschrieben worden sind. Die Komponisten wurden nach einem Abstimmungsverfahren der Fernsehunterhaltungschefs aufgefordert, eigens für diesen Wettbewerb ihren Beitrag zu komponieren. Die Reihenfolge, in der Katja Epstein diese Lieder vortragen wird, die Reihenfolge wurde verlost unter notarieller Aufsicht. Man kann auch bei solchen Wettbewerben nicht vorsichtig genug sein und jeder der Teilnehmer, jeder der Komponisten sollte die gleichen Chancen haben. Wir kommen zur Jury. Die Jury besteht diesmal aus 10 Personen und auch da sind wir analog zu Dublin vorgegangen und haben die Hälfte der Juroren, nämlich 5 mit über 25 eingeladen und die andere Hälfte, die anderen 5 mit unter 25. Die unter 25 sind gewissermaßen passionierte Laien, die allerdings auch als Hobby alle ein Instrument spielen, einfach Pop-begeisterte junge Menschen. Und die über 25 sind gewissermaßen Professionals. Sie stammen alle aus den Unterhaltungsabteilungen der ARD beziehungsweise stehen diesen Abteilungen zum Teil sogar vor. Meine Damen und Herren, es bleibt nachzutragen, Katja Epstein wird bei allen 6 Titeln begleitet vom Orchester Willy Berking. Auf geht's. 6 Titel. Einer dieser Titel wird in einer Stunde der deutsche Beitrag für Dublin sein. Als erstes hören Sie, der Mensch lebt von der Liebe. Träume in Erfüllung gehen. Der Mensch lebt
war der erste Titel, Der Mensch lebt von der Liebe. Komponist Henry Meyer, Text Michael Kunze. Es folgt der zweite Titel, meine Damen und Herren, Alle Menschen auf der Erde. Ich sehe so viele Leute, die ihren Weg alleine gehen durchs Leben. Sie wissen nicht, wie wir hier, dass es so schön ist, sich so viel zu geben. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie erschrecken nicht, dass in einer Unterhaltungssendung des deutschen Fernsehens jetzt schon zweimal Deutsch gesungen wurde. Und das bleibt so, den ganzen Abend. Wir haben eine deutsche Interpretin, wir haben nur deutsche Texter, nur deutsche Komponisten, ein deutsches Orchester und ich spreche auch fast akzentfrei. Damit Sie nicht zu sehr erschrecken, haben wir wenigstens aus England ein Ballett importiert, und zwar das Pamela Davis Ballett, das sich Ihnen jetzt vorstellt mit In the Summertime. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can find or return at 25. When the sun goes down, you can make it big and good and lay by. When I dread people, when I dirty, when I mean, we love everybody. But we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go swimming in the sea. We're always happy. Lives we live in, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee 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 dee, da 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 da, yeah, we're happy. Da da da, dee da da dee da 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 da, da 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 da.
Das war das Pamela Davis Ballett mit In the Summertime. Meine Damen und Herren, ich trage Ihnen jetzt zu unserer Punktewertung noch einiges nach, denn ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere von Ihnen zu Hause an diesem Puzzle ein bisschen mitspielen will. Vielleicht wollen Sie auch Ihren Favoriten für Dublin wählen. Bei uns ist es so, dass jedes Jurymitglied 5 Punkte maximal vergeben kann pro Titel. 5 Punkte maximal pro Titel. Und vielleicht spielen Sie zu Hause mit. Bei uns geht es jetzt weiter in der deutschen Vorentscheidung für den Grand Prix mit dem Titel Nummer 3, Es wird wieder geschehen. Die Nummer drei, Es wird wieder geschehen, Musik Horst Jankowski und Text Karl Schäuble.
Meine Damen und Herren, weiter geht es mit der Nummer 4, Diese Welt. Sternenklare Nächte und die Luft ist wie Jasmin. Flüsse wie Kristall so klar und Wälder saftig grün. Das noch geben oder ist es schon zu spät? Dass für alle überall dieser Traum noch in Erfüllung geht. Diese Welt hat das Leben uns geschenkt. Sie ist dein, sie ist mein, es ist schön auf ihr. Was werden soll, liegt an Schloten senkt sich über Stadt und Land. Wo noch gestern Kinder waren, bedeckt heut Öl den Strand. In den Düsenriesen fliegen wir dem Morgen zu. Wie wird dieses Morgen sein, sinnlos oder voller Sonnenschein? Welt. Das war die Nummer 4, Diese Welt, Komponist Dieter Zimmermann, Text Fred Jai. Und wieder eine kleine Pause, nicht so sehr als Verschnaufpause für Katja Epstein. Sie hat gesagt, sie singt die 6 Titel auch hintereinander. Aber vielleicht wollen Sie zu Hause ein bisschen über den einen oder anderen Titel debattieren. Und letztlich sollen auch unsere Juroren Zeit und Muße haben, ihre Punktwertung abzustimmen. Meine Damen und Herren, noch einmal das Pamela Davis Ballett mit The In Crowd. Das heißt so viel wie In Crowd, dabei sein oder wie man heute sagt, in sein. Das Pamela Davis Ballett ist jetzt ganz in mit The In Crowd.
Das war das Pamela Davis Ballett mit The In Crowd. Meine Damen und Herren, man sollte, wenn man die Vorentscheidung, die deutsche Vorentscheidung zu einem Grand Prix ansagt, sollte man vorher einige Semester Jura studieren. Ich habe einen großen Fauxpas begangen, wie mir eben unser Notar mitteilt. Ich habe gesagt, die Jury, unsere Jurymitglieder, sollten Zeit haben, zwischendurch während dieser Balletteinlage ihre Punktwertung abzustimmen. Das meinte ich allerdings so, dass jeder mit sich ins Reine kommt, welchem Titel er 1, 2, 3, 4, 5 Punkte gibt. Also die sitzen jetzt nicht da im Studio 3 und sagen, wie fandst du den? Das ist selbstverständlich und darauf wird schon geachtet, dass jeder seine eigene Punktwertung abgibt. Ich nehme an, Sie haben es auch so verstanden. Sie können natürlich zu Hause in der ganzen Familie abstimmen, da liegen Sie besser. Meine Damen und Herren, wir kommen zu den letzten beiden Titeln. Hier der fünfte, Ich bin glücklich mit dir. Das war schon der vorletzte Titel, Ich bin glücklich mit dir. Komponist Joachim Haider und Text Joachim Rellin. Meine Damen und Herren, der sechste und der letzte Titel folgt. Ich glaube an die Liebe auf der Welt. Zu viel Not. Jeder
War der sechste und der letzte Titel der deutschen Vorentscheidung für den diesjährigen Grand Prix Eurovision. Ich glaube an die Liebe auf der Welt, Komponist Hans Blum, Text Michael Kunze. So, meine Damen und Herren, das war's. Jetzt müssten Sie Ihren Favoriten bereits kennen. Unsere Juroren kennen ihn inzwischen wahrscheinlich auch. Die Jury, die sich nebenan im Studio 3 des Hessischen Rundfunks befindet, wo sie diese Übertragung auf Schirmen gesehen hat, um ein objektives Urteil zu finden. Es ist schließlich ein Fernsehwettbewerb. Unsere Juroren werden jetzt schon auf dem Wege hierher zu uns sein. Die Pause werden wir auf eine ganz besonders schöne Art überbrücken. Sie haben sicher gemerkt, dass Katja Epstein bei allen ihren sechs Liedern nicht nur vom Orchester Willy Berking begleitet wurde, sondern von einem Chor. Dieser Chor waren die Rosi Singers. Und die Rosi Singers treten jetzt gewissermaßen aus dem Hintergrund ganz nach vorne und singen für Sie ein Potpourri aus den Siegertiteln des Grand Prix Eurovision der letzten drei Jahre. Viel Vergnügen. Also, meine Damen und Herren, das war eine
Erinnerung an 3 Jahre Grand Prix Eurovision. Es wäre natürlich zu schön, wenn einer dieser Titel im nächsten Jahr diesem Potpourri angefügt werden könnte. Aber keine Vorschusslorbeeren, meine Damen und Herren, jetzt wird es todernst. Wir kommen zur Wertung. Die Juroren sind hier bereits aufmarschiert. Vorher aber kann ich Ihnen das Wiedersehen mit einer guten alten Bekannten vermitteln. Liebe Elke Müller-Kast, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mal dabei sind. Guten Abend. Die Elke hat sich liebenswürdigerweise bereit erklärt, mir hier bei der Punktewertung ein bisschen zu helfen. Sie ist ja Vollprofi auf dem Gebiet und sie hilft mir ein bisschen beim Kopfrechnen. Meine Damen und Herren, die Juroren sind bereits hier bei uns im Studio. Wir fangen mit den Juroren unter 25 Jahre, also mit unseren Gästen an. Und ich darf als erstes Herrn Peter Fischer aufrufen. Herr Peter Fischer ist Medizinstudent und Hobbyschlagzeuger. Grüß Gott, kommen Sie ein bisschen her. Und bitte Ihre Wertung. Ja, dem Lied Nummer 1 möchte ich 2 Punkte geben. Lied Nummer 2 3 Punkte. Lied Nummer 3 2. Lied Nummer 4 erhält 5 Punkte. Lied Nummer 4 5 Punkte. Ja. Lied Nummer 5 4 Punkte. Und Lied Nummer 6 auch 4 Punkte. Das war die Wertung von Herrn Peter Fischer. Vielen Dank. Vielen Dank. Es kommt die zweite Jurorin, Fräulein Eva Guttmann. Grüß Gott, Fräulein Guttmann. Fräulein Guttmann ist Sprachschülerin und Sie spielen Violine, stimmt das? Ja. Ja, so, wir sind gespannt auf Ihre Wertung, bitte. Lied Nummer 1 4 Punkte. Lied Nummer 2 3 Punkte. Lied Nummer 3, 3 Punkte. Lied Nummer 4, 4 Punkte. Lied Nummer 5, 2 Punkte. Und Lied Nummer 6, 5 Punkte. Ich danke Ihnen für Ihre Wertung. Es kommt die dritte Jurorin, Fräulein Kirsten Ludwig. Grüße Gott, Frau Ludwig. Fräulein Ludwig studiert und will Musiklehrerin werden, ist das richtig? Naja, zum Teil schon, ja. Zum Teil ist es richtig, aber jedenfalls eine Fachjurorin, wenn Sie so Musik interessiert sind. Wir sind gespannt auf Ihre Wertung. Wie sieht's aus? Ja, ich habe Lied Nummer eins 2 Punkte gegeben. Lied Nummer 1, 2 Punkte. Dem Lied Nummer 2, 5 Punkte. Lied Nummer 3, 4 Punkte. Lied Nummer 4, 3 Punkte. Nummer 5, 2. Und Nummer 6, 1 Punkt. Ich danke Ihnen für Ihre Wertung. Wenn ich das so auf einen Blick übersehe, ist wirklich noch alles drin. Und das ist schön, Spannung bis zum letzten Moment. Der vierte der Juroren, Herr Georg Schmidt. Grüß Gott, Herr Schmidt. Sie sind Medizinstudent und Hobbyschlagzeuger. Bitte Ihre Wertung. Ja, meine Wertung ist also folgendermaßen. Lied Nummer 1, 3 Punkte. Lied Nummer 2, 2 Punkte. Lied Nummer 3, 3 Punkte. Lied Nummer 4, 5 Punkte. Lied Nummer 5, 1 Punkt. Und Lied Nummer 6, 4 Punkte. Nummer 6, 4 Punkte. Das war die Wertung von Herrn Georg Schmidt. Ich danke Ihnen. Und rufe die letzte der Junior-Juroren auf, Fräulein Inge Stein, Studentin der Germanistik und Politologie. Stimmt das? Das stimmt. Alles, was hier steht, stimmt. Und Sie spielen auch Violine, 2 Damen, die Violine spielen. Wir sind gespannt auf Ihre Wertung. Ich habe dem ersten Lied 4 Punkte gegeben. Dem zweiten 5, dem dritten 3, das vierte Lied wieder 5 Punkte, dem fünften Lied 3 Punkte und dem sechsten Lied 4 Punkte. Ich
danke für Ihr Votum. Also mein Kopfrechnen ist nicht sehr stark, aber ich sehe also zumindest leichte Vorteile für den Titel Nummer 4. Jetzt wird es natürlich sehr interessant, ob die Fachjuroren der Wertung eine komplette Drehung geben oder ob sie auf der gleichen Wellenlänge wie die Jugend schwimmen. Als ersten der Fachjuroren rufe ich auf den Hauptabteilungsleiter Fernsehen und Unterhaltung beim Süddeutschen Rundfunk Stuttgart, Herrn Edwin Frisch. Guten Abend, Herr Frisch. Grüß Gott, Herr Schramm. Bitte? Also Lied Nummer 1, 2 Punkte. Lied Nummer 2 Punkte. Lied Nummer 3 Punkte. Lied Nummer 4 Punkte. Lied Nummer 5 einen Punkt. Und Lied Nummer 6 3 Punkte. Vielen Dank, Herr Frisch. Gern geschehen. Der zweite der Fachjuroren ist der Hauptabteilungsleiter Fernsehen und Unterhaltung beim Südwestfunk Baden-Baden, Herr Hans Hirschmann. Bitte, Herr Hirschmann. Guten Abend. Guten Abend, Herr Schramm. Wie schaut Ihre Wertung aus? Lied Nummer 1, 4 Punkte. Lied Nummer 2, 3 Punkte. Nummer 3, 2 Punkte. Nummer 4, 3 Punkte. Nummer 5, 2 Punkte. Und Nummer 6, 5 Punkte. Nummer 6, 5 Punkte. Vielen Dank, Herr Hirschmann. Es folgt Herr Horst Wernstedt, Fernsehen-Unterhaltungsredakteur beim Norddeutschen Rundfunk in Hamburg. Herr Wernstedt, herzlich willkommen. Bitte Ihre Wertung. Der Titel Nummer 1 hat bei mir 3 Punkte bekommen. Der Titel Nummer 2 5 Punkte. Titel Nummer 3 3 Punkte. Titel Nummer 4 4 Punkte. Titel Nummer 5 3 Punkte. Und der Titel Nummer 6 4 Punkte. Das war die Wertung von Herrn Wernstedt. Vielen Dank. Bitte schön. So, es bleiben noch 2 Wertungen offen. Als nächstes wertet Herr Kai-Dietrich Wulfen, Fernsehunterhaltungsredakteur beim Westdeutschen Rundfunk Köln. Grüß Gott. Grüß Gott. Bitte schön, kommen Sie hier. Das vorgesehene Lied für Dublin, Nummer 1, habe ich 2 Punkte gegeben. Nummer 2, 5 Punkte. Nummer 3, 3 Punkte. Nummer 4, 5 Punkte. Nummer 5, 3 Punkte. Nummer 6, 4 Punkte. Ich danke Ihnen für Ihre Wertung. So, und jetzt als letzter Herr Emil Zalut, Abteilungsleiter Fernsehen und Unterhaltung beim Saarländischen Rundfunk Saarbrücken. Grüß Gott. Ja. Der Titel Nummer 1 bekommt bei mir einen Punkt. Titel 1 einen Punkt. Der Titel Nummer 2 4 Punkte. Der Titel Nummer 3 2 Punkte. Der Titel Nummer 4 5 Punkte. Oh. Ja. Ich fürchte, ich bin nicht die große Entscheidung. Nein. Der Titel Nummer 5 4 Punkte. Und der Titel Nummer 6, 3 Punkte. Danke für Ihre Wertung. Ja, und jetzt kommen wir zur Addition der Punkte. Und da, meine Damen und Herren, muss ich Ihnen den allerwichtigsten Mann des Abends vorstellen, den Notar, Herrn Dr. Ulrich Fritze aus Frankfurt. Guten Abend, Herr Notar. Guten Abend, Herr Schramm. Ihr Notariat hat, glaube ich, auch die Reihenfolge der Titel ausgelost. Ja, das hat unser Notariat gemacht. Herr Notar, ich muss Sie jetzt fragen, ob Sie, der Herr Notar hat ein Duplikat sämtlicher Notierungen der Juroren bekommen, bevor Sie hier ins Studio gekommen sind, um Ihre Wertung kundzugeben. Jetzt frage ich Sie, sind die Punkte, so wie die Juroren sie auf ihren Zetteln verzeichnet haben, hier auf der Tafel angebracht? Ja, alle Punkte sind genau richtig auf der Tafel. Ich danke Ihnen.
Und jetzt kommen wir zum Zusammenzählen und ich glaube, darf ich Sie herüber bitten, Sie haben die Resultate schon addiert. Ja, das erste Lied hat 27 Punkte. 27 Punkte für Der Mensch lebt von der Liebe. Das zweite Lied hat 37 Punkte. 10 Punkte mehr für Alle Menschen auf der Erde von Christian Bruhn. Danke. Das dritte Lied hat wieder weniger Punkte, 28. 28 Punkte für Es wird wieder geschehen von Horst Jankowski. Das vierte Lied hat 43 Punkte. 43. Ja, auch wenn ich in Kopfrechnen nicht sehr stark bin, aber ich glaube, das war das vorweggenommene Resultat, das Endresultat. Aber wir wollen sehen. Titel Nummer 5. Hat wieder wesentlich weniger, 25 Punkte. 25 Punkte, Ich bin glücklich mit dir von Joachim Haider. Und der letzte? 37 Punkte. 37 Punkte, also punktgleich mit dem zweiten Titel liegt Ich glaube an die Liebe auf der Welt von Hans Blum. Meine Damen und Herren, vielen Dank, Herr Notar. Meine Damen und Herren, damit steht der Titel, den Katja Epstein in Dublin singen wird, endgültig fest. Es ist der vierte Titel, Diese Welt von Dieter Zimmermann. Grüß Gott, Katja. Die Blumen haben Sie verdient mit einem Marathon von 6 Titeln kurz hintereinander. War es anstrengend, war es schön? Nein, es war schon sehr schön. Es war sehr schön. Und jetzt, Katja, das ist so Brauch, das ist so Sitte, der Siegertitel, der Singen Titel, mit dem Sie in Dublin starten. Ja. Singen Sie nochmal? Ja, gern. Danke. Meine Damen und Herren, der vierte Titel, Diese Welt, der Favorit für Dublin, von Dieter Zimmermann mit 43 Punkten, jetzt noch einmal gesungen von Katja Epstein. Sternenklare Nächte und die Luft ist wie Jasmin. Flüsse wie Kristall so klar und Wälder saftig grün. Noch geben oder ist es schon zu spät, dass für alle überall dieser Traum noch in Erfüllung geht. Diese Welt hat das Leben uns geschenkt. Sie ist dein, sie ist mein, es ist schön auch hier. Was werden soll, liegt an Schloten senkt sich über Stadt und Land. Wo noch gestern Kinder waren, bedeckt heut Öl den Strand. In den Düsen Riesen fliegen wir dem Morgen zu. Wie wird dieses Morgen sein, sinnlos oder voller Sonnenschein? Schön auf dir, was werden soll.
Damen und Herren, das, meine Damen und Herren, war der Siegertitel der deutschen Vorentscheidung für den Grand Prix Eurovision 1971, Diese Welt von Dieter Zimmermann. Übrigens ein Titel, bei dem sowohl die Fachjuroren als auch die jungen Juroren sich erstaunlich einig waren. Und heute, wie gesagt, in 5 Wochen wird Katja Epstein diesen Titel in Dublin beim Grand Prix Eurovision, an dem 18 Nationen diesmal teilnehmen, für die Bundesrepublik singen. Und wir wünschen ihr, und ich nehme an, auch Sie wünschen ihr heute schon, toi, toi, toi für Dublin. Meine Damen und Herren, zum Abschluss nun noch einmal das Pamela Davis Ballett mit etwas Kriminellem.